Ja, hallo und herzlich willkommen. Mit Spannung erwartet die Rückrunde. Nachdem natürlich die Güstrower richtig auf die Hörner bekommen haben, haben sie diese auch richtig gespitzt, sich verstärkt. Und die Rückrunde ist angesagt, jetzt in Güstrow gegen Borgstedt. Schaut mal, was da alles los ist. Ich glaube, wir kriegen ihn jetzt nochmal vor die Kamera. Tobi Busch, der Buscher. Tobi, das ist doch gar nicht lange her, wo du den Sport aufgegeben hast. Ja. Ja. Bist du, genau wie ich, in ein Loch gefallen, dass du erstmal nicht weißt, oh, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe 2 Monate oder so gebraucht, um überhaupt erstmal die Motorräder sauber zu machen und erstmal überhaupt in eine Werkstatt zu gehen. Ja, aber dann ging es daher. Ne? Ich musste ja auch irgendwie damit abschließen. Hatte ja Gott sei Dank auch den Winter, aber jetzt ist alles gut. Gibt's jetzt irgendjemand, gibt's dem so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite oder was ist das? Ja, also ich bin in Straße ein bisschen innoviert in der Nachwuchsförderung da. Da sind auch 2, 3 gute Jungs bei, die sich ganz gut machen. Ja, ansonsten immer präsent sein mit den alten. Dein Favorit heute für welches Team? Drückst du die Daumen? Das ist ein bisschen schwierig. Schwer zu sagen. Ja, voll schwer zu sagen. Also ich kenne es beiden, weil ich bin für beiden jahrelang gefahren, für Güstrow und auch für Borgstedt. Ja, wie gesagt, Teil meiner guten Kollegen fahren für Güstrow. Viele ja auch in Borgstedt. Ja. Auf jeden Fall viel Spaß heute Abend. Ja, danke, danke, danke. Guido Blödon. Auf Norik Blödon. Ja, ihr habt euch wieder viel vorgenommen, wie das so aussieht, die Maschinen absolut top vorbereitet, wie das immer so ist bei euch, ne? Wir bemühen uns, ne? Bemühen uns. Zumindest das Technische sollte passen. Ja, genau. Da bist du natürlich prädestiniert als Papa. Wünsche dir natürlich in erster Linie, dass der Bengel auch nicht ausfällt, dass die Technik von der Pike auch stimmt, ne? Für mich natürlich das Wichtigste, ne? Ist nicht gerade das Einfachste, nee. Vater und Sohn. Nee, wenn es nicht läuft, dann weißt du, wer schuld ist. Ja, viel Glück und toi, toi, toi. Danke. Da haben wir unser Wunderkind Norik Blödon. Mit Papa schon ein tolles Interview geführt. Er packt ja richtig an, ne? Und er ist dafür zuständig, dass nichts abfällt vom Motorrad. Ne? Sollte er. Sollte er. Ja, ich kenne ja die Situation, Vater und Sohn beide Rennen fahren. Papa ist ja auch Rennen gefahren und da spielt ein bisschen andere Musik. Einmal weiß er einiges auch ein bisschen besser, ne? Nee. Weiß er nicht. Ja, ist nicht immer so ganz einfach, aber ist schon gut, ihn an meiner Seite zu haben. Ja. Wir wünschen dir viel Glück, mein Lieber. Eine Menge Punkte. Der Bessere soll gewinnen. So ist es. Dankeschön. Lukas Fienhage legt doch selber sehr viel Hand an. Ist letztendlich für die Standfestigkeit seiner Maschinen selber zuständig. Da verlässt du dich eigentlich nicht auf andere Leute, ne? Ja, doch schon, aber natürlich die Vorbereitung zu Hause und sowas treffe ich alles alleine. Jetzt gerade bin ich noch am Gucken. Ich habe gerade noch mal kurz auf der Bahn geguckt und habe jetzt gerade noch mal für mich eine Entscheidung getroffen, was ich eigentlich noch ganz gerne ändern möchte. Und das ändere ich jetzt schnell und dann war's das. Das heißt, ein Zahn weniger oder mehr? Nee, von der Länge des Motorrads so. Ein bisschen anders. Du willst den Radstand weiter nach vorne haben, wenn es so glatt ist am Start, ne? Zum Beispiel. Ja, der Altmeister weiß ja ungefähr, wo es lang geht. Dankeschön! Zu Sieg, von Erfolg zu Erfolg. Michael, jetzt wird es heute ein hartes Rennen geben. Ich glaube, die Borgstedter, die können sich warm anziehen, denke ich mal, weil sie mit Leichtigkeit in ihren Heimstadion gewonnen haben. Aber hier ticken die Uhren anders. Ne? Ja, auf jeden Fall. Letztes Mal waren wir ein bisschen geschwächt. Die Mannschaft sieht ja heute ein bisschen anders aus. Wir haben uns natürlich ein bisschen verstärkt. Ich war letztes Mal leider auch noch nicht dabei, weil ich in Dingolfing zu Hause fahren musste, mein Heimrennen. Aber heute, denke ich, werden die Karten neu gemischt und wir werden sie ihnen heute definitiv nicht so leicht machen, wie sie letztes Mal in Borgstedt gewonnen haben. Und ja, wir kennen alle die Bahn gut und werden unser Bestes geben und dann schauen wir, was am Schluss rauskommt. Die Toros werden ihre Hörner zeigen. Genau. Viel Glück! Okay.
Jensen, ladies and gentlemen, Garen for a lot of points here tonight. You know the track, have you been there before? Yeah, I've been there a few times, racing the Honest 101s here a few times and done some open meetings as well. And what's the track like today? It looks a bit slick, isn't it? I think it's always pretty slick here, especially with the heat today and the sun out, so nah, it's a good track. It's normally quite fun. So you got everything prepared. What do you think, who's the favorite today? Well, we prepared everything we could, so let's see if we can work it out, and we need to maybe make a few adjustments to make it go faster, but we'll see whatever happens. Super. Best of luck. Thank you. Jonas Jeppesen. Yeah. Well-prepared bikes, perfect. Sabrina, Teammanagerin. Wie sieht's aus? Ihr habt euch mächtig gestärkt, weil ihr wisst, dass die Hörner gespitzt sind. Wir haben noch ein paar Brocken dazugelegt, aber ihr seid auch nicht so ohne heute, ne? Nein, wir setzen auf die alte Stammmannschaft, ne? Ja. Die Jungs haben jahrelang mir zur Stange gehalten und ich denke mal, wir haben viele gute gemeinsame Jahre gehabt und gute Erfolge eingefahren und das hoffe ich doch, dass sie das heute auch zeigen. Und dann liegt es mal in der Hand der deutschen Leute. Genau. Vielen Dank. Gerne. Timo Lahti, the cameraman, wants to know how old you are. 30. You know, you did good results in the last time, you know. And what do you think about tonight? It looks a bit different, doesn't it? Not really. It's not good, really. Ghost Rider is always nearly the same, you know. Yeah, but Brock's hit pretty hard, you know, and they have some nice riders too at the moment. Yeah. Yeah, but so do we. So do we. So. Yeah, we will see if you are. I will try as hard as possible. Of course, of course. Oh, yeah, okay. Thank you. Jetzt haben wir doch noch mal Kai, den ganzen Tag rumgelaufen, noch die letzten Handgriffe am Motorrad. Und jetzt kommt noch mal ein kleiner Moment der Entspannung und dann geht's los. Bist du aufgeregt? Nee, ich bin immer entspannt. Bist du ganz entspannt, ne? Ja. Was habt ihr irgendwas verbessert, verändert noch an dem Motorrad, die Übersetzung? Hast du mal geguckt? Ist die Bahn, wie sie sonst immer ist, oder ist sie härter? Was meinst du? Ich denke schon, dass sie ziemlich leicht geblieben ist. Dass sie auch ein bisschen Griff hat, ne? Ja, ich denke, außen wird sie ein bisschen was entwickeln später. Ich teste heute mal einen neuen Motor, mal schauen, wie das funktioniert. Ist da irgendwas Weltbewegendes drin, was neu ist? Nee, ist einfach nur ein bisschen stärker und eine etwas andere Nocke, also mal schauen. Oh, dann werden wir mal ganz besonders aufpassen. Und hier haben wir Papa von René, Tony Dettens, der Mann, der eigentlich dafür zuständig war, dass die Rennbahn Norden noch einmal zum Leben erweckt wurde. Das ist größtenteils deine Arbeit mit, natürlich mit Mike Lüders zusammen, aber du hast natürlich die finanzkräftige Hand dahinter gehabt, ne, Toni? Ja, ein bisschen, aber... Ja, ein bisschen, seid ihr so bescheiden. Es waren sehr viele Leute da, die dort mitgeholfen haben, es wieder aufzubauen. Im Anfang war es sehr schwer, dort wieder Sponsoren zu finden, weil ich bin selber mal losgefahren. Sie haben mir gesagt, fahr mal los, versuch mal was zu kriegen. Ja. Also nach dem dritten habe ich den Vereinsheim angerufen. Ich sage, ich lasse extra noch einen 500er extra springen. Ich sage, das tue ich mir nicht an. Ja. So, dass man da nicht rausgeflogen ist bei den Firmen, das war auch alles. Toni, wir wünschen uns viel Erfolg und natürlich, dass René, dein Sohn, ordentlich Punkte schreibt. Ne? Zwei wichtige Menschen kommen hier auf mich zu, Michael Schubert. Erster Vorsitzender und natürlich Moderator Brooksche. Das letzte Rennen war ja wohl wirklich der Hammer, ne? Absolut. Also das hat die Erwartungen absolut übertroffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich an dieser Stelle mal wirklich bei allen Fans bedanken, die dem MSC wirklich die Treue gehalten haben, die Corona-Zeit mit uns gegangen sind und jetzt wirklich auch wieder da gewesen sind. Riesendank natürlich auch noch an alle Helfer und letztendlich auch an die Mannschaft Sabrina Harms und natürlich echt unglaublich, mein Bahndienstteam, das muss ich mir ehrlich sagen, Mattenfrüher, Arne Jasper und Co., Hans Otto, Bogi, Ralle, Mega Job. Matten, du bist ja immer noch sehr aktiv im Motorentuning und Instandsetzung von Motoren, die Böcke auch langlebig jetzt machen. Wen hast du denn hier am Start heute? Heute bin ich ganz locker hier als Teambeistand für unser Team aus Brooksche und
wollen mal sehen, dass wir das heute wieder nach Hause gefahren kriegen, wie letzte Woche in Brockstedt. Aber du musst damit rechnen, nicht? Die haben sich scharf bewaffnet, bis an die Zähne. Und da sind ein paar Experten dabei, die kennen die Bahn genau und ja, muss man gespannt sein. Ne? Auf jeden Fall, die Bahn ist immer besonders hier und ja, sie haben die Mannschaft ein bisschen aufbereitet. Mit Fahrern, die sich hier gut auskennen und genau. Dadurch wird das eine richtig spannende Sache heute. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das spannende Rennen. So, während hier richtig fleißig gearbeitet wird, kommen immer mehr Rennfahrer auch ins Fahrerlager. Und hier haben wir einen, den Sohn von Michael Schubert. Und ich denke mal, er hat jetzt einen ganz neuen Platz und fährt morgen auch ein Rennen. Ne? Ja, in Tiddero, morgens im Willigen Ort. Ja. Ja. Was hast du dir da vorgenommen? Erstmal gucken, ne, wie die Bahn da ist und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Erstmal schnuppern, ne? Joa. Ja, toi toi toi. Ja, danke. And now, ladies and gentlemen, we have one of the greatest prospects Danish courier. Peter Killerman. Peter. Yeah. Do you know that track? Have you been here before? Yeah, I've been here before. Yeah, and what do you think about it? Is the surface, you like that? Yeah, it's nice. It's a nice racing track, so yeah. Some riders said it's very, very hard to pass anybody if you miss the gate. Yeah, but it's also one of these tracks, even you feel fast, you can be hunted down, so yeah. It's a nice track, I reckon. Yeah, and I think, you're good for this team. Give a lot of points here tonight. Hopefully. I'll do what I can. And they need a win, you know, to get confidence for the next races. Yeah. No problem. Brilliant, perfect bikes here. Fastest bike. Huberschech Racing Team, Frank Conradi. Mensch, ihr habt ja auch wirklich einen Stress heute. Ich habe euch gesehen auf der Tankstelle. Da habt ihr ja alles auseinander gehabt, alles sauber gemacht und gescheckt. Ja, wir haben gestern nochmal so ein Einzeltraining gehabt, wir mussten mal die Motoren probieren. Ja, und dann haben wir natürlich an der Tankstelle alles sauber gemacht, alles wieder topfit für heute. Ne? Und was sagt er so, der Jungs da? Ja, du, es ist jetzt kein Schwacher dabei, überhaupt nicht. Also das ist schon das Höchste, was er jetzt dieses Jahr gefahren hat. Jeder Punkt ist wirklich, muss er sich hart erkämpfen. Ja, richtig. Ne? Und du, heile runter am Ende des Tages, das ist wichtig, genau. Weil nächste Woche geht's weiter. Genau. Ne? Gut drauf hier in Güstrow. Die haben ja Werkstattbetrieb. Ersatzteil, hier wird mal jetzt schnell ein Auspuffhalter gebaut. Aufgepasst! Das ist so geil, wenn man so ein Werkzeug hat hier. Die sind echt gut vorbereitet hier in Güstrow. Wahnsinn! Guck mal, das ist das Stück, was wir. So, mein Kettenschutz, dass alles passt. Ja, da Schraube rein, die beiden anziehen, fertig. Und hier kann er seinen Fuß jetzt draufstellen. Geil oder nicht? Ja, so muss er. So. Vergessen nicht, er ist das 15 und er muss das von sich selber machen und das kriegt er gut hin. Ja, dem Team viel, viel Glück. Kriegen wir hin. Was, noch Weihnachtsgeschenke? Muss man noch mal fragen, wie ist denn so die Stimmung im Ben Ernst Racing Team, ja? Top. Auf Sieg getrimmt? Ja, okay. Kann man nur Glückwünschen. Bestes, ne? Kann man nur Glückwünschen hier, den Tolo.
Rubrik Blödorn. Dann begrüßen wir natürlich auch im Team der Wikinger Lukas Finhage und natürlich die Nummer 1 der Wikinger, Kai Huckenbeck. Wie war die Bratwurst? Gut, ja? Oh, zwei alte Bekannte hier aus dem Norden Schleswig-Holsteins. Wir die Wikinger! Musst du rüberschwenken, die alten Güstrow. Also. Wicke Nummer 5, Benny Lust. Und dann haben wir auch ihn dabei, den 40-jährigen Schweden. Mehrfach Informatiker, Wicke Nummer 4. Begrüßt Peter Jung. Kam ins Team als Joker aus Dänemark mit der Nummer 3. Herzlich willkommen, Jonas Jeppesen. Wo steht mein Besser? Gesoffen wird hier, bis der Arzt kommt, oder was? Ja, so sieht's aus, mein Besser. Alles läuft hier, Egon. Hier gewonnen, der 25-jährige Bayer mit der Nummer 2. Herzlich willkommen, Michael Herfel. Thank you.
der Spitze. Dahinter Peter Jung, der Versuch. Haben wir den Laufsieg von Timo Lahti, aber danach, da brauchen wir das Ergebnis. Steffen, wie sieht es aus? Genau, da muss ich natürlich einmal zum Schiedsrichter schauen, aber erst einmal der Laufsieg. Da ist es die Startnummer 1. Timo Lahti hat geliefert. 3 Punkte. Dann ist es mit der 14 Peter Kildemann. Der fährt hier 2 Punkte. Mit diesen wunderbaren Bildern verabschieden wir uns hier aus dem Stadion in Güstrow.